Gut, dann hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Pressekonferenz in diesem Jahr. Wir treffen morgen in unserem ersten Heimspiel auf dem SC Freiburg 2. Anschluss hier im Ulsportpark ist um 19 Uhr. Ich begrüße ganz herzlich unseren Cheftrainer Marc Unterberger sowie alle anwesenden Journalisten. Die meisten habe ich schon gesehen, aber noch nicht alle. Also ich glaube, jetzt darf man es noch sagen, auf diesem Wege dann alles Gute fürs neue Jahr und vor allem ganz viel Gesundheit. Wir erwarten morgen ca. 2000 Zuschauer. Die Tageskassen öffnen um 17 Uhr. Es gibt also noch Tickets in allen Bereichen. Kommen wir zum Sportlichen. Marc, wie ist die Personallage? Ja, von mir auch noch ein gutes neues Jahr. Wir haben uns ja schon letzte Woche in der Presserunde gesehen und die Damen aber natürlich auch. Die Personallage hat sich etwas entspannt. Wir haben Markus Schwabel wieder an Bord, der krank war, beziehungsweise angeschlagen war, schon auf dem Weg der Besserung war in Ulm, aber wir das Risiko nicht gehen wollten, auch mit dem Hintergrund der englischen Woche. Hat gestern voll trainiert, wird später voll trainieren und ist morgen dann mit von der Partie. Aaron Keller. War jetzt krank oder war verletzt? Markus war letzte Woche krank und es hat dann zum Ulm-Spiel nicht gereicht. Deswegen sind wir auf Nummer sicher gegangen im Hinblick mit der englischen Woche, dass er da keinen Rückschlag kriegt, sondern haben ihn vollständig auskurieren lassen. Haben wir morgen wieder dabei. Aaron Keller hat seine Gelbsperre abgesessen. Der wird auch wieder mit von der Partie sein. Nils Ortl fällt weiterhin aus. Gehirnerschütterung, wo wir die komplette Woche pausieren müssen. Boy Pelomaschigu bekannt, Timon Obermeier bekannt, Bene Bauer bekannt. Der Rest ist fit, einsatzbereit und hungrig, die Auftaktniederlage vergessen zu machen. Womit müssen wir morgen rechnen? Was erwartet uns für einen Gegner? Ja, wenn ich mir die Aufstellung anschaue von Freiburg 2 gegen Dortmund 2, dann sicherlich morgen mit vielleicht Überraschungen. Ich habe gesehen, Adamu hat im Sturm gespielt, der auch schon Champions League Einsätze hatte, Bundesliga Einsätze hatte. Inwieweit sie dann welches Personal morgen mitbringen, ist bei einer zweiten Mannschaft immer ein bisschen die Frage dann auch, was passiert oben, wen haben sie zur Verfügung, wen braucht die erste Mannschaft, wen wollen, müssen sie vielleicht aber auch abstellen in ihrer Situation. Ich glaube, dass es sicherlich kein letzter Platz ist, wo du sagst, die haben 10 Punkte und du musst dieses Heimspiel gewinnen und du bist der haushohe Favorit aufgrund der Tabellensituation. Ich glaube, Freiburg 2 ist eine Mannschaft, und ich bin lang genug dabei, um das beurteilen zu können, die sehr, sehr viel Wert auf Ausbildung legt, die ihren Weg konsequent weitergeht. Wo es dann vielleicht auch eine Frage der Zeit ist, bis die jungen Spieler sich entwickelt haben und der Knoten platzt. Dementsprechend sind wir da schon auf der Hut. Wir wissen, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Wir wissen, dass wir gut genug sind, Freiburg 2 zu schlagen. Aber wir wissen auch, dass Freiburg 2 uns wehtun kann, wenn wir nicht das abrufen, was wir können und was wir uns vornehmen. Weil, wie gesagt, nochmal, es ist kein Tabellenletzter im klassischen Sinne, wo du sagst, die Punkte, die liegen auf der Straße und die musst du nur mitnehmen. Das ist definitiv nicht der Fall. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden. Und nach der Niederlage gegen Ulm, glaube ich, tun wir schon gut dran, in der englischen Woche da den ersten Dreier zu setzen morgen. Wird auch unser Ziel sein. Nehmen wir uns ganz, ganz stark vor, um dann auch im neuen Jahr anzukommen. Den Dreier bei den Punkten davor stehen zu haben und dann auch mit einer gewissen Ruhe nach Köln fahren zu können. Kommen wir zu euren Fragen. Wer möchte starten? Konstantin Klemm von der Bild. Ja, Entschuldigung. Was möchtest du starten? Dein Name ist Klaus Kirschner. Gut. Danke dir. Welche Schlüsse ziehst du aus der Niederlage? Ist ja immer so, dass man bitte Analyse macht und dann sagt, an den Stellschrauben müssen wir drehen. Ja. Das ist halt so. Ja. Ich habe es nach dem Spiel schon gesagt, es hat im Stadion keiner das Gefühl gehabt, dass Unterhaching ein Tor schießen hätte können, außer bei der Elfmetersituation von Patrick Hopsch. Ich habe es im Spiel schon gemerkt, wir haben so viel im Ansatz liegen lassen, im letzten Drittel, wo wir einen Kontakt zu viel nehmen, wo der Steckpass einen Meter zu tief kommt. Wo wir eine schlechte Ballannahme haben, wo wir, wenn wir aufs Tor schießen, den Ball nicht richtig treffen. Das sind für einen Trainer ganz, ganz schwierige Situationen, weil du im Ansatz siehst, du kommst in Positionierungen, du kommst dahin, wo du Ulm wehtun kannst, aber am Ende kommst du trotzdem nicht dahin, weil du nicht so gefährlich vors Tor kommst, dass der Ball bei ihnen im Netz zappelt. Das war sicherlich ein Punkt. Der andere Punkt war, dass Ulm
ähnlich wie wir eine unfassbare Mentalität hat, eine sehr, sehr hohe Geschlossenheit und dass sie natürlich alles wegverteidigt haben, teilweise mit 8, 9 Mann im Strafraum, jeder gierig war, das Tor zu verteidigen. Und dann brauchst du eben nochmal einen Schuss mehr Qualität, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst. Und das haben wir an dem Tag einfach nicht gehabt. Ich glaube, es wäre nochmal spannend geworden, wenn der Elfer reingegangen wäre. Dann hätten wir noch 8 Minuten auf der Uhr gehabt, dann weißt du im Fußball nie. Aber wir waren insgesamt einfach zu harmlos, zu oder nicht zielstrebig genug, um dann da Ulm vor größere Herausforderungen zu stellen. So, und das wird gegen Freiburg 2 sicherlich ein Thema sein am Mittwoch. Wie können wir wieder so gefährlich vors Tor kommen, dass der Gegner richtig, richtig Mühe hat mit unserem Offensivspiel. Das haben wir in der Saison schon zeigen können, in Ulm jetzt leider nicht. Und jetzt geht es einfach darum, am Mittwoch das wieder auf den Platz zu bringen. Jetzt dann Konstantin Klemm von der Bild. Marc, ihr habt jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in der Saison 3 Spiele am Stück verloren. Ihr habt ja auch wahnsinnig viele Spiele Junge im Kader. Verändert sich dann in so einer Phase irgendwas an deiner Herangehensweise, gerade was die persönlichen Gespräche angeht, was den Trainingsansatz angeht? Also 3 Spiele, glaube ich, haben wir nicht verloren, 2 am Stück. Dazwischen war Münster noch. Das haben wir drehen können. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben gegen Regensburg verloren. Glasklarer Tabellenführer stand jetzt. Wir haben in Ulm verloren, glasklarer dritter Stand jetzt. Da darfst du schon mal verlieren, natürlich willst du nicht. Ich glaube, wir waren in beiden Spielen schon nah dran, gerade gegen Regensburg zu Hause. Sehr, sehr unglücklich. Jetzt in Ulm auch kein Spiel, wo du sagst, das geht von 1 bis 90 komplett an Ulm und du fährst auftragslos nach Hause. Also wir waren schon im Spiel. Dementsprechend geht es darum, den Weg einfach konsequent fortzusetzen. Also ich bin jetzt keiner, der nervös wird und sich von 2 Niederlagen am Stück da irgendwie aus der Bahn bringen lässt. Ich glaube, habe da schon meine Vorstellungen und meine Idee von Fußball, die ich in weiten Teilen auch gesehen habe. So mit dem Jahreswechsel sind es jetzt 2 Niederlagen. Es war uns aber vor der Saison klar, dass einmal diese Phase kommen wird, wo du vielleicht so eine Serie hinlegen wirst. Jetzt ist es das erste Mal passiert, toi toi toi. Aber wir haben am Mittwoch die Chance, die Serie zu beenden. Und dann sieht die Welt wieder anders aus und dann gibt es in meiner Idealvorstellung so eine Serie auch nicht mehr in dem Jahr. Das Spiel war am Sonntag, habt ihr es trainiert? Am Montag oder? Ja, wir haben gestern trainiert, werden heute trainieren, spielen morgen, werden am Donnerstag trainieren am Freitag, spielen am Samstag. Also haben die Woche komplett durchgetaktet. Einfach um in der Kürze der Zeit, Vorbereitung war kurz, einfach noch ein bisschen Inhalt reinzupacken. Und sei es nur in Taktikbesprechungen, sei es nur trocken am Platz. Aber es geht jetzt darum, schnell wieder Fuß zu fassen, die Idee weiter zu verinnerlichen. Da ist jede Minute gerade Gold wert. Wie sind so die Bedingungen gerade? Ich bin gerade den Weg vorgelaufen und habe hier die Herren begrüßt. Es wird Frühling, wir sehen endlich wieder grüne Plätze, ob Frühling wird. Weiß ich nicht, aber es ist wieder grün, das tut gut. Wir konnten bei uns im Stadion trainieren, haben eine Rasenheizung oder hatten die Rasenheizung laufen. So, das heißt, wir hatten gute Bedingungen. Platz 1 oder unser Trainingsplatz ist jetzt wieder frei vom Eis und vom Schnee befreit. Also eigentlich kein Grund zu mäkeln. Die letzten Fragen kamen von Robert Gasser vom Münchner Merkur. Gibt es sonst noch Fragen? Nochmal Konstantin Klemm von der Bild. Marc, gegen Ulm hat auch Maurice Kappenacher eigentlich wieder sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Das einzige Problem ist dann noch der Abschluss, der noch nicht so ganz funktionieren will. Woran machst du es bei ihm fest, dass da noch das letzte Quäntchen Glück fehlt? Wenn es den einen Grund geben würde, wo man sagen, das müsstest du verändern, dann wäre es echt einfach. Ich bin wahnsinnig froh, dass Maurice eine stabile Vorbereitung hatte. Ich bin wahnsinnig froh, dass er gegen Regensburg dann getroffen hat im Testspiel. Ich bin wahnsinnig froh, dass er in Ulm auffällig war, dass ihr das auch so seht, weil ich sehe es genauso. Und ich glaube, es ist jetzt echt eine Frage der Zeit, bis bei ihm dann mal der erste Ball drinnen ist. Und ich glaube, es ist bei einem Offensivspieler und gerade bei einem jungen Kerl dann schon so, wenn du das erste Mal hinter dir hast, dann fällt halt das zweite Mal auch leichter in jeglicher Hinsicht des Lebens. Wie geht er denn damit aktuell um, dass das einfach noch nicht funktionieren will? Zumindest in den Pflichtspielen. Er arbeitet sehr, sehr zielstrebig und sehr, sehr konzentriert, dass es dann klappt. Ich meine, ich habe zu ihm gesagt, weißt du, Maurice, du kannst es nicht ändern.
wir haben ja in der U17 hat er, glaube ich, 21 Tore gemacht. Da hat er teilweise aus dem Nichts oder hat machen können, was er wollte. Da war der Ball im Tor. Jetzt hat er eine Situation in der dritten Liga. Er ist ja trotzdem noch A-Jugendspieler, darf man dann nie vergessen, wo es jetzt nicht so gelaufen ist. Aber klar ist auch, er hat in der Vorrunde auf einer Position gespielt, die ihm sicherlich nicht ganz so gelegen ist wie die jetzige Position. Er kann jetzt im Zentrum spielen, er kann hinter den Spitzen agieren oder hinter der Spitze agieren, er kann aus dem Hinterhalt, sage ich immer, in die gefährlichen Räume kommen. Und ich glaube, man hat das in Ulm schon gut gesehen. Er hat in der Nachspielzeit nochmal eine Chance gehabt, wo er vor Ortag alleine steht, den hält er dann. Er wartet, er bleibt geduldig, er ist ja eben sehr, 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 sehr demütiger und introvertierter Mensch. Auch keiner, der nervös wird oder der sich einen Riesenkopf macht, sondern der eher von der anderen Seite kommt, von dem Wissen, dass er, was er kann, was er auch schon gezeigt hat. Deswegen, ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er so schnell wie möglich sein Tor macht, am liebsten gegen Freiburg, am liebsten zwei. Und dann, glaube ich, werden wir viel Freude mit ihm auch noch haben. Er hat kein Tor bisher, oder? Nee, er hat kein Tor. Kein Tor? Nee. Die letzte Frage vielleicht. In einer Woche endet die Transferzeit im deutschen Fußball, mit Ausnahme natürlich immer. Drum nochmal, es gibt weder Zugänge noch Abgänge. Es ist erledigt, oder? Ich meine, es ist noch eine Woche Zeit. Also auf der Zugangsseite wird sich bei uns nichts tun. Ich glaube, das haben wir jetzt sehr oft schon betont. Auch weil wir mit dem Kader zufrieden sind und weil wir Woche für Woche, unter der Woche und auch am Spiel sehen, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir müssen vielleicht mehr arbeiten als andere, aber das ist überhaupt kein Problem. Und auf der Abgangsseite, ich weiß es nicht, also wenn irgendjemand noch auf die Idee kommt, einen guten jungen Spieler von uns zu verpflichten, dann sei er an der Stelle herzlich eingeladen, den Manfred Schwabel anzurufen, ein Angebot zu unterbreiten. Und dann werden wir das in der sportlichen Runde mit Markus, mit Manni und mit mir besprechen. Und dann ist es im Fußball so, wie es ist, kommt es zustande oder es kommt nicht zustande. Aber Stand jetzt kann ich euch reinen Gewissens sagen, dass es noch nichts gibt, was zu besprechen gäbe. Keine weiteren Fragen. Wunderbar, dann vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns dann morgen.